Die kann hier schön Vorhand spielen, die kann den Spin kontrollieren, ja. Die kann geradeaus schlagen, die kann aus dem Winkel noch ein bisschen hier ein bisschen was machen. Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video will ich dir mal die grundlegenden Vorteile einer beidhändigen oder aber auch einer einhändigen Rückhand vorstellen. Mal sehen, wofür du dich entscheidest oder mal sehen, was du schon spielst. Also, let's go! Wenn dich das Thema Tennis online lernen, online verbessern interessiert und du Stück für Stück der beste Tennisspieler werden willst, der in dir steckt, dann abonnier mal den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und jetzt geht's los. Und zwar beidhändige Rückhand. Was sind denn die größten Vorteile einer beidhändigen Rückhand? Auf jeden Fall mal die Stabilität. Das bedeutet, wir haben bei der beidhändigen Rückhand eben nicht nur die eine Hand, die den Schlag stabilisieren, sondern wir haben zur Hilfe die linke Hand als Rechtshänder, die eben das Ganze schon viel, viel stabiler macht. Ja, während der Einhänder eben hier oftmals vielleicht ein bisschen rumwackelt, gerade in jungen Jahren bei Kindern, ist es eben ein bisschen schwieriger, da eben die Stabilität zu haben. Aber der Beidhänder hat dieses Problem nicht. Er kann hier schön die linke Hand dazu nehmen und eben vor allem die linke Hand benutzen, um richtig Dampf zu machen. Das heißt, die linke Hand, die kann hier schön drüber gehen, die kann hier schön Vorhand spielen, die kann den Spin kontrollieren, ja. Die kann geradeaus schlagen, die kann aus dem Winkel noch ein bisschen hier ein bisschen was machen. Gerade Rafa, wenn der an irgendwelche Bälle gerade noch so rankommt, dann schafft er es eben mit seiner rechten Hand, der ist ja Rechtshänder eigentlich, den Ball noch irgendwie so rein zu, ja, spielen, dass er dann noch sehr gefährlich wird, was ein Einhänder nur dann schafft, wenn er Roger Federer heißt, der dann wirklich aus der Handgelenksflickerbewegung noch was macht. Darum ist der erste wirklich große Vorteil die linke Hand für die Stabilität. Ein weiterer Vorteil bei der beidhändigen Rückhand ist natürlich, dass du hier durch die Körperrotation, ja, und durch die ganze Hüftmuskulatur und auch die Gesäßmuskulatur noch viel mehr aus dem Schlag herausholen kannst. Ja, bei der Einhändigen, da ist es eher nicht so, da ist es eher der Arm, ja, und der Körper folgt dann danach, weil wenn du zu viel Körper zu früh reinrotierst, dann wirst du den Schlag sehr wahrscheinlich verreißen, womit du bei der Beidhändigen hier schon ein bisschen mehr mit dem Körper arbeiten kannst, um richtig schön durch den Schlag zu gehen. Das heißt, wir haben eine viel größere Stabilität bei der Beidhändigen. Und wir können auch aus der Oberkörper-Rumpfmuskulatur noch mehr Stabilität, aber auch Power auf den Ball bringen. Ein weiterer Vorteil, den habe ich eben schon mal angerissen mit Rafa, ist, dass du eben aus dem Lauf es noch schaffst, mit deiner nicht dominanten Hand eben noch hier so wie Joko, zack, so eingesprungene Bälle zu schlagen, wo du dann wirklich aus der Defensive noch viel mehr Power generieren kannst, wohingegen einen Einhänder sehr wahrscheinlich oft zu einem Slice greifen würde, kann der Beidhänder eben noch mit seiner Nicht-Schlaghand den Druck erzeugen. Und das ist auch ein erheblicher Vorteil. Ein Nachteil ist die eingeschränkte Reichweite bei der Beidhändigen. Ja, wir haben also nicht wie bei der Einhändigen hier noch die Möglichkeit, hier mit beiden Händen so weit zu kommen wie mit einer Hand. Bei einer guten Beinarbeit gleicht sich das aber wieder aus, sodass man wirklich sagen muss, für Power und Stabilität ist die beidhändige Rückhand tatsächlich vielleicht im Vorteil. Gucken wir mal. Kommen wir zur einhändigen Rückhand. Was ist denn der Vorteil? Also der größte Vorteil ist erstmal die Optik. Ich persönlich, das ist aber nur meine Meinung, finde eine einhändige Rückhand wunderschön. Ich finde, es gibt im Tennis keinen schöneren Schlag als eine einhändige, schön gespielte Rückhand oder auch einen schön gespielten Slice. Und allein dafür lohnt es sich schon, eine einhändige Rückhand zu spielen. Aber abseits davon kann man mit der einhändigen Rückhand, meiner Ansicht nach, das ist meine Meinung, kann man mit viel mehr Touch spielen. Ich erlebe es immer wieder, dass das Beidhänder wirklich auf der Rückhandseite nicht unbedingt den Mega-Touch haben. Also man sieht es ja auch in der Weltspitze. Also wenn ich mir angucke, wie Roger, was der für einen Touch hat, oder auch ein Tsitsipas, auch ein Stan Wawrinka, die haben einfach eine unglaubliche Hand. Und das kommt nicht von ungefähr, weil du eben schon in jungen Jahren lernen musst, mit dieser einen Hand alles zu machen. Slice, Topspin, gerade spielen und eben auch diese Stabilität nur aus diesem einen Arm, aus dieser einen Hand holen musst. Und deswegen haben die meistens auch einen besseren Touch. Und ein Einhänder wird sehr wahrscheinlich den Slice besser ausführen als ein Beidhänder. Das liegt in der Natur der Sache, denn als Einhänder ist es eben so, dass du eben, gerade weil du nicht die Reichweite hast, viel öfter gezwungen bist, auch mal einen Slice zu spielen. Deswegen ist der zweite Vorteil neben der Optik und des Touches
die Ausführung des Slices, ja, dass du also variabler bist. Das muss nicht immer zutreffen. Also selbst Andy Roddick beispielsweise, der hat auch eine gute Beidhändige gehabt, hatte aber auch einen ausgezeichneten Rückhand-Slice. Also es muss nicht sein, dass ein Beidhänder keinen guten Slice spielt. Ich sage nur, dass sehr wahrscheinlich der Einhänder einen besseren Slice spielen wird als der Beidhänder. Es ist natürlich nicht immer so. Ein weiterer Vorteil für den Einhänder, die größere Bewegungsfreiheit. Ja, als Beidhänder bist du doch sehr eingeschränkt, du bist sehr bei dir, du bist also in einem sehr engen Radius, gefangen ist das falsche Wort, aber du bist in einem sehr engen Radius, wohingegen du bei der einhändigen Rückhand wirklich frei schwingen kannst. Ja, du kannst auch mal einen Ball nur abblocken und kannst den dann danach wieder durchschwingen. Also ich finde, dass die Bewegungsfreiheit bei der einhändigen Rückhand einfach viel mehr gegeben ist. Vielleicht noch ein letzter Vorteil für die Einhändige. Dadurch, dass du eben besseren Slice spielen wirst und dadurch, dass du hier eine schöne Stabilität schon hast in deiner Schlagbewegung durch den Arm, der sich da eben auch kräftigt über die Zeit, wirst du auch einen sehr kompakten, guten Volley spielen von Anfang an, ja, weil du eben gelernt hast, beim Slice diese Bewegung zu machen. Und deswegen wäre das vielleicht ein letzter Vorteil. Alles in allem muss man natürlich anerkennen, dass die beidhändige Rückhand im Welttennis, wenn man sich die ersten 100 der Welt anguckt, absolut dominiert. Also es ist nicht so, dass man sagen kann 50-50 oder so, das ist absolut nicht der Fall. Ich bin aber wirklich extrem froh, dass die Einhändige noch nicht ausgestorben ist, dass ein junger Spieler nachgekommen ist wie Tsitsipas, der die einhändige Rückhand noch so wunderschön spielt und sie auch mit Stolz und Würde vertritt und verbreitet. Denn das wird dazu führen, dass die Kids und die jungen Spieler das auch machen wollen. Und dann wird die einhändige Rückhand weiter überleben. Und ich halte das für sehr, sehr wichtig, gerade für die Ästhetik des Tennis ist so eine einhändige Rückhand, finde ich, eine schöne Abwechslung zu dem ganzen beidhändigen Geprügel, das ich nicht ablehne. Bitte, ich möchte nochmal nicht, dass jemand denkt, dass ich die Beidhändige ablehne. Das ist nicht der Fall. Ich plädiere nur dafür, wenn jemand beidhändig spielt, dass er genauso variantenreich und variabel spielt wie ein Einhänder. Weil das ist am Ende immer noch das Wichtigste im Tennis, dass du unberechenbar bleibst, dass du variantenreich spielen kannst, dass du dem Gegner immer wieder Fragen stellen kannst, die er nicht beantworten kann, um so am Ende das Match für dich zu entscheiden. Denn darum geht es doch am Ende. Ob du mit einer Hand spielst oder ob du mit beiden Händen spielst, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du gewinnst, dass du das Ding nach Hause fährst und dass du den Gegner immer wieder aus dem Rhythmus bringst, um das Match für dich zu entscheiden. Ich hoffe, dieses Video zum Thema beidhändige, einhändige Rückhand hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Wenn ja, dann gib doch bitte dem Video ein Like, teile das Video mit all deinen tennisverrückten Freunden und Freundinnen, damit wir hier eine richtig geile Tennis-Community werden können. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Markus von meinem Tennis-Game.